Reichert will Landrat werden. Der Bau- und Verkehrsminister Hans Reichert von der CSU strebt an, Landrat von Günzburg zu werden. Das teilte er der deutschen Presseagentur heute mit. Reichert betonte aber auch, dass er seinen jetzigen Posten im Kabinett nicht sofort räumen wird. Im Falle seiner Wahl müsste Reichert jedoch den Ministerrat verlassen. Ministerpräsident Markus Söder hatte den damaligen Junge Union-Chef vor gut einem Jahr ins Kabinett geholt und zum Minister für Bau, Wohnen und Verkehr gemacht. Bilanz. Das 10. Isar-Inselfest war ein voller Erfolg. Die Organisatoren zählten rund 250.000 Besucher an dem sonnigen Wochenende. Auf der Flaniermeile zwischen Ludwigs- und Maximilianbrücke erwartete die Besucher ein buntes Programm. Kulinarische Highlights, verschiedene Aktionen und Informationen gab es zu entdecken. Dazu ein buntes Musikprogramm auf den Bühnen rund um den Fluss. Ganz nach dem Motto Isar für alle war von jung bis alt für jeden was dabei. Eröffnung. Im Lehnbachhaus eröffnet heute Abend die Ausstellung Topologien. Ausstellerin ist die in den USA lebende afroamerikanische Sänger Negudi. Sie arbeitet mit außergewöhnlichen Materialien wie zum Beispiel Strumpfhosen. Aber auch Wasser spielt eine große Rolle in ihren Werken. Seit 5 Jahrzehnten entwickelt sie inzwischen Kunst. Trotzdem ist dies ihre erste Einzelausstellung in Europa. Im Dezember und Januar werden Live-Performances in Kooperation mit Münchner Tänzerinnen stattfinden, da ihre Werke vor allem durch Bewegung charakterisiert sind.